jetzt sitze ich ganz alleine in der Gondel, weil noch nichts los ist früh. Morgen. Im Moment deckt die Nebeldecke über Tillach zu. Das ist der Dunst. Aber über dem Dunst scheint die Sonne. Das habe ich nämlich heute früh schon im Internet in der Webcam gesehen. Wir sehen jetzt, wie dick die Nebeldecke ist. Aber oben fahren wir dann wieder raus in die Sonne. Jetzt fahren wir schon wieder aus der Suppe raus, weil man jetzt einen kleinen Himmel erkennt, nach oben. Nach unten sieht es so aus. Das ist immer wieder ein Wunder. Wie zwei Welten. Eine im Nebel und eine in der Sonne. Guckt ihr das mal an hier. Viel Schnee gibt es nicht diesmal, aber auf der Piste reicht es allemal. Ist das ein Wahnsinn hier. Das ganze Tal ist gefüllt mit Suppe. Das geht ungefähr bis 11 Uhr, kann ja manchmal 12 Uhr sein, bis sich das alles auflöst. So schnell als die alte, vorhergehende alte. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es sind jetzt so 7 Minuten, dass man um ist. Die Abfahrtspiste hier, die liegt noch ziemlich im Dunkeln, im Schatten. Ja, zwei, drei Leute sind schon runtergefahren, ansonsten ist sie frisch präpariert. Alles gefüllt da unten. Und wer sich nicht auskennt oder nicht in die Webcam guckt, der steckt unten in seiner Ferienwohnung und sagt, das ist ein Mistwetter heute. Wir müssen fertig machen. Aber sind eben auch schon welche oben. Leider bin ich nicht der Erste. Ja. Das ist auf die Wucht.
Bergstation, alles super. Das wird ganz schön, denke ich. Das ist doch traumhaft. Das ist das Lesachtal hier unten. Voll gefüllt mit Suppe. Aber ich muss dann irgendwann muss da wieder durch. Ist das ein Traum? Dorfabfahrt hier, wie man es lesen kann. Und hier ist der Reis. Ja, das ist die schwarze Piste hier. Der einzige. Achtung, hier unten kommt dann gleich die Suppe. Wird die Sicht ganz schlecht.
sieht man mal, wie steil es ist. So, jetzt bin ich wieder oben. Jetzt fahre ich mal zum Seppnunder. Das ist hier der Hang am Blueslift. Ich muss zunächst erstmal wieder diese Abfahrt nehmen hier. Schwung. Filmstopp, Blick runter nach Bergen. Conny Alm, fährt fast keiner her, komisch. Das sieht gar nicht richtig präpariert aus. Hallo? Morgen! Der Sepp ist wohl nicht da heute? Nein! Hat er Urlaub? Den haben sich drauf versetzt! Wirklich? Ja! Der ist heute ganz unten im Tag! Da war es jetzt. Ach so!